Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Family. Wir sind hier gerade noch in diesem Pub, weil im letzten Part haben sich Jericho und Moon verlobt. Und das ist sehr, sehr schön. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wann wir die beiden denn heiraten lassen. Ich hätte gesagt, dass wir das dann in Part 10 machen, weil ich finde das eigentlich dann sehr, sehr schön. Auch von der Paarzahl her. Und dann ist halt ein bisschen Zeit dazwischen. Weil ich finde das immer ein bisschen wild, wenn man sich verlobt und dann direkt immer heiratet. Also ich meine, kann man machen grundsätzlich, aber ich finde es immer schöner, wenn da so ein bisschen Zeit zwischen ist, dann auch zum Vorbereiten und so. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall auch sehr, sehr happy gerade und das ist so, so süß. Aber für eine feste Freundschaft. Das hier ist, glaube ich, eine Beziehung, ne? Feste, also, I'm sorry. Nein. Ja, sie, oh mein Gott, sie wollte mit uns, aber ich bin gerade verlobt, Girl. Anita? Ach, das ist die, mit der wir rumgemacht haben, ne? Aber trotzdem, wir möchten keine Beziehung. So, für den Freitag haben wir ja auf jeden Fall schon was gemacht, so deswegen muss ich erst am Samstag rollen. Das ist sehr, sehr gut. Weil ich würde gerne grundsätzlich, dass Moon weiter an ihrer Fähigkeit arbeitet. Also an der Vampirfähigkeit. Weil ich würde halt gerne auf Level 15 lernt sie ja den Trank, womit man dann Vampire normal machen kann. Ich fände es schön, wenn Moon den trinken würde und dann halt quasi ihren Kindern als Teenager dann auch verabreicht, weil, naja, sie möchte halt einfach nicht ihre Kinder im schlimmsten Fall so verlieren, wie sie ihre Mutter verlieren musste. Und außerdem habe ich keine Lust mehr auf Vampire, ich bin ehrlich. Und wenn es jemand hier schaffen kann, dann ist es auf jeden Fall Moon. Muss aber theoretisch noch so eine Anwaltsprüfung ablegen. Sie kann ja erstmal ein bisschen weiterlesen. Jericho lass ich mal ein bisschen joggen. Warum geht das nicht? Weil er sich so unwohl fühlt. Na super. Dann kann er sich erstmal übergeben und dann machen wir das. Du kannst meinetwegen Schach spielen, das ist kein Problem. Und sie hat noch nichts vor. Kann sie ihr vielleicht einfach ihre Hausies machen? Also ihm geht es direkt besser, das ist schön. Guck mal, du kannst ja mit deinem Sohn spielen. Dann ist das mit dem Schach auch direkt viel schöner. Das mit Fitness, das können wir auch immer noch mal anders machen, ja? Süß. Ich finde die ja so toll alle, ne? Ich finde es halt richtig schön, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe wieder hier drin haben. Weil, keine Ahnung, also in letzter Zeit, es war ja immer viel los. Und es ist jetzt schön, dass, ja, einfach mal wieder alles ein bisschen beruhigt und besonnen ist. Ich meine, das könnte auch die Ruhe vor dem Sturm sein, ja? Aber fürs Erste ruhig. Und das brauche ich jetzt auch ein bisschen. Oh, May Prescott ist leider gestorben. So, ich würde sie jetzt diese Prüfung einfach mal ablegen lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie besonders schwer ist oder so. Aber sie soll es mal versuchen. Ach so, sie muss dafür vom Grundstück weg. Na gut. Have fun, Girl. Ich hoffe, sie schafft das. Warum ist sie denn jetzt schon wieder zurück? Aber es hat funktioniert. Ach, er gönnt sich erstmal ein Eis. Süß. I love it. So, und du kannst ja auch mal deine Hausaufgaben machen. Because this is really important. Ich bin jetzt schon nicht bereit, dafür die Entscheidung treffen zu müssen, mit wem von den beiden wir dann am Ende weiterspielen. Ich finde die beide so süß. Er läuft einfach mit dem Kuchen in der Hand. Ich fühl's hart. Es ist ja jetzt sogar Wochenende. Wie schön. Und sie ist so richtig vertieft in dieses Buch. In der Hoffnung, eben auf die Lösung zu kommen, wie man sich von Vampirismus heilt. Sie werden bald kommen. Überlege dir gut, ob du die Tür aufmachst. Moment, wer ist da? Ah, ich habe dich reingelegt. Who is she? Durchfall wegen Panik. Oh no. I'm so sorry, girl. Ew, das Eis ist schlecht. Oh, mein Tisch ist hier kaputt gegangen. Toll. Ich hasse Gewitter. Ja, duschen klingt nach einer guten Sache. So wie du ausschaust, du. Kann sie vielleicht mit ihrem Bro Fotos machen? Süß. I love you. Man kann nie genug Fotos haben. Och, seid ihr süß. Dadurch sind sie natürlich Best Friends geworden. Ist normal. Sieht mir auch immer, wenn ich Fotos mit Leuten mache. Sind sie denn auch alle gut geworden? Normale Qualität. Ist verwischt. Süß. Dann kommen die beiden Fotos dahin. Und die anderen zwei hänge ich hier in den Flur. Finde ich süß. Ich liebe das so sehr, wenn überall Fotos hängen. Ich habe das Gefühl, sie bricht immer 30 Mal ihr Buch ab. Ich hasse das. Ich habe gelesen, dass man auf Level 15 dann diesen Trank freischaltet. Ich bin mal gespannt. Okay, jetzt ist das letzte Buch dran. Sie will einfach 5 Millionen Mal dieses Buch weglegen. Oh mein Gott, lies einfach dieses Buch.
Ihre Emotionen sind kontrolliert, weil sie liest anscheinend. So, maximierte Fähigkeit. Heilung von Vampirismus. Dafür müssten wir halt an eine Bar oder so gehen. Ah, sie muss ja eh nicht zur Arbeit. Das ist sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall irgendwo hingehen, wo eine Bar ist. Und bist du mitten in der Nacht schon wach? Aber kein Problem. Also, wir sind jetzt dabei und generieren. Und das ist die 84. Stelle eine Haushaltshilfe ein. Habe ich jetzt erstmal kein Problem mit. Einmalige Haushaltshilfe oder regelmäßig? Wir machen mal regelmäßig, ganz ehrlich. Wir können das ja eh immer abbestellen, wenn wir dann doch nicht mehr wollen. Ach süß, hilft sie ihm beim Kochen? Oh, das ist ja mal so süß. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mit ihr irgendwo hin. Ah, man braucht auf jeden Fall Eisenhut und Knoblauch. Wenn ich jetzt hier eine Gartenbox hinstelle, müsste ich das doch dann auch bestellen können, oder? Das fällt doch dann gar nicht auf. Knoblauch ist Gemüse, oder? Treff mich, wie ich gerade das komplette Geld verschwende. Hä, aber es muss das safe Gemüse sein, oder? Oder hat die vielleicht gerade zufälligerweise Knoblauch? LOL, die Geldfrucht. Wie doof. Oh, Knoblauch. Aber nur zwei. Also ich meine, das reicht ja für jetzt. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Knoblauch. Ja, die Mixenfähigkeit, die ist ganz wichtig für sie. Ja. Schick. Yeah. Und trink das mal. Für diesen Moment natürlich ein Screenshot. Okay. Oh, das ist nicht das, was ich wollte, ne? Oh mein Gott, bin ich dumm. Hier, das ist das, was wir brauchen. Da brauche ich aber auch Knoblauch und ganz viel Eisenhut. Scheiße. Ja, dann gehen wir nach Hause. Dann wird das heute doch noch nichts. Scheiße, Mann. Habe ich mich vertan. Dachte, das wäre jetzt mein Moment, aber wir brauchen doch noch sehr viel mehr Zutaten. Oh, hier kann ich auch Knoblauchsamen kaufen. Oh, ich übertreibe einfach mal ein bisschen. Oh, wir haben nicht mehr genug Geld. Ups. Cool, ist das ganze Geld ausgegeben. Upsala. So, jetzt hätte ich auf jeden Fall genug für jetzt. Aber ich brauche 2500 Simoleons dafür. Die habe ich nicht. Ah, das ist doch blöd. Können wir ihn vielleicht fragen, ob ich ihn einmal auslutschen darf? Ich meine, wenn man ihn fragt, ist es doch was anderes, oder? Wir fragen um Erlaubnis. Klar, ich biete dir gerne mein Handgelenk an. In ihrer Vampirform hat sie einfach noch pinke Haare. Das habe ich absichtlich gemacht, ne? Aber ich habe das schon wieder vergessen. Meinetwegen kann Cloud Fitness mögen. Kümmert euch mal ein bisschen um den Hund. Ich möchte nicht, dass mir wegläuft. Das wäre blöd. Ich habe immer Angst, dass ich die komplette vernachlässige, weil die schon so oft weggelaufen sind. Och, ihr seid so süß. Beide sind hier am Reparieren. Was tut denn da so weh? Bro, du hast es ihr doch freiwillig gegeben. Manche Leute muss man nicht verstehen, oder? Ihr seid so süß, ne? Die spielen hier zusammen und dann... Hier Jericho und Sunny spielen hier zusammen. Das ist dieses Familienleben, was ich mir einfach wünsche, ja? Oh, Gladiola ist hier. Moinsen. Och, sie ist traurig, weil irgendjemand anders auch traurig ist. Mausi. Wir haben hier ein bisschen zu soziale Sims, glaube ich. Oh mein Gott, sie ist ja schwanger. Könnt ihr nicht zusammen irgendwas spielen? Ich möchte, dass ihr relativ gute Geschwister werdet, so. Bro, warum ist sie in unserer Badewanne? Ich würde gerne meine Verlobung bekannt geben. Aber irgendwie kann sie nicht erreichen. Warum kann sie da nicht rein? War das nicht letztes Mal auch schon, dass dieses Bad irgendwie ein bisschen verbuggt war? Was habe ich falsch gemacht beim Bauen? Sie kommt nicht in dieses Bad rein. Oh mein Gott, das ist doch bescheuert. Wenn ich sie rein teleportiere, kann sie dann das hier benutzen? Grundsätzlich ja. Aber Gladiola geht halt nicht raus. Naja, dann kann ich ihr jetzt wenigstens die Verlobung bekannt geben. Ah, jetzt gehen sie raus. Hä? I don't get it. Ah, süß. Sie freut sich voll. Naja, vielleicht kann sie ja jetzt duschen. Wow, es funktioniert sogar wirklich. Krass. Gibt's ja gar nicht. Wieso geht gerade alles kaputt? Ich hasse es. Wir können uns doch nicht mal ein neues Klo leisten. Oh mein Gott. So wenig Geld hatte ich schon ewig nicht mehr. In Sims. Ist ja peinlich, wie ich das heute ausgegeben habe. Aber naja. Oh mein Gott, jetzt kommt sie da wieder nicht raus. Teleportiere ich sie halt hier hin. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier falsch gelaufen mit diesem Badezimmer. Ich denke aber, dass wir relativ schnell dann das Geld auch wieder zusammenkriegen, sodass wir dann diesen Trank mixen können. Und dann halt, ja, werden wir bestimmt auch genug Geld finden, dass das halt für die Kinder dann jeweils auch was wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Drama wird, nur wegen des Geldes. Weil die beiden haben ja schon ganz gute Berufe. Und vor allem, wenn die dann befördert werden und sowas, dann... kriegen die ja auch immer einen Bonus und so. Und ich meine, Moon ist ja schon wieder hier richtig gut dabei. Also ich denke, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Er ist Level 3, sie ist Level 4, also das ist schon in Ordnung. Ich würde den Part aber an dieser Stelle beenden. Letztendlich ist gar nicht so viel passiert, würde ich behaupten. Es war halt eher dieses, wir versuchen dahin zu kommen, wo wir halt mal sein wollen. Ich bin ja sehr gespannt, was ihr davon alles haltet, was wir heute so besprochen haben. Wenn ihr jetzt am Ende sagt, boah, das ist voll scheiße, dann können wir das natürlich auch lassen. Aber
Ich denke, dass ihr mir zustimmen werdet. Und wie gesagt, wenn nicht, dann ist es ja noch nichts passiert. Von daher, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns am nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!